Hallo Alma, ich bin Tom. Schön, dich kennenzulernen. Alma. 3587 mal 982 durch 731. 4818,65116. Die testen mich, scannen mein Gehirn, Multiple Choice ohne Ende. Und was kommt dann dabei raus? Deine Augen sind wie zwei Bergseen, in denen ich versinken möchte. Ich bin in die Ethikkommission geladen und brauche deine Studie. Und deinen Traumpartner ist ja schon für dich gebaut. Muss zugeben, Sie haben wirklich Geschmack. Und hier ist dein Zimmer? Schlafen wir nicht im selben Bett? Guten Morgen, Anna. Ich habe Ordnung geschaffen. Das ist etwas, wovon 93% der deutschen Frauen träumen. Dann kommst du vielleicht selber drauf, zu welcher Gruppe ich gehöre. Zu den 7%? Da steht ein Mann. Das ist kein Mann. Wow. Das ist ein Roboter. Wenn du dich öffnen würdest, wärst du glücklicher. Ich bring dich zurück in die Fabrik! Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auffällt, aber Sie behandeln Tom wie eine Maschine. Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass er eine Maschine ist? Es gibt einen Graben zwischen uns. Dinge, von denen du keine Ahnung hast. Alle sind begeistert von dir. Oh, wow. Und du nicht. Können wir das jetzt alles mal für den Nachmittag vergessen? Wer du bist, wer ich bin. Sollen wir uns die Schuhe ausziehen und barfuß über die Wiese gehen? Er macht uns glücklich. Und was kann schon schlecht daran sein, glücklich zu sein? Doch sind nicht gerade die unerfüllte Sehnsucht, die Fantasie und das ewige Streben nach Glück die Quelle dessen, was uns zu Menschen macht? Er kann doch sprechen, oder? Tom kann auch sprechen. Tom ist ein freundlicher Roboter. Sag mal, hat er mich jetzt gerade verarscht? Ja. Tut mir leid. War einfach so naheliegend.